Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Among Us. Zusammen mit Just Becky, Achnina, Artemis Place, Crazy Claire, Fotografie, Hustu, Kitty, die Herzensbrecherin und leckerer Dingsy Bumsy. Alter, meine Maus spinnt momentan, Leute. Es tut mir leid. Oh. Und meine Hände frieren. Und ich esse Jumpies währenddessen, ne? Also, falls ihr mal solche Knackgeräusche hört, ja, dann liegt es daran. So, press to start. Da können wir dann direkt aufhören, dann gehen wir weiter und gehen mal gucken. So, Electric Room. Ich hasse den Raum, ja. Ich hoffe, ich sterbe nicht als erstes, deswegen gehe ich, glaube ich, hier hin erstmal. Und swipe die Karte natürlich. Oh, ich hasse diese Karte swipen, ne? Mann, ich bin so schlecht. Oh, danke. Ich hab's geschafft. Ich bin doch so gut. Ich bin doch so gut. Zack. Zack und zack. So. Ja, sorry Leute, ne? Wie gesagt, meine Maus ist ein bisschen kaputtiput. Ach, das machen die doch. Das machen die schon. Das machen die schon. Da, da. Da, da, dum. Complete. Backfisch, geh weg bitte. Nein. Jetzt aber. Danke. So, schnell hier raus. Backfisch ist nämlich gemein. Gemein, gemein ist der. Och Mann, ich will die Karte weg. Ich glaube, ich drücke Tab einfach das nächste Mal. Nee, warte, da rein muss ich gar nicht. Muss hier hin. Und die Schilde. Ach, das sind die Schilde. Ah. Hack Backfisch? Nee. Nee, ich gehe jetzt hier hin. Ach, gut, ich weiß nicht. Ich habe Hustu gefunden. Am Müll. Und... Nee. Also ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Aber Moritz, du läufst so weird rum. Du bist jetzt schon bestimmt fünfmal über die ganze Map gelaufen. Ja, weil ich die ganzen Aufgaben mache. Ich bin links jetzt fertig. Aber ich hab Hustu nicht gesehen da. Bei dem Müll. Du bist doch über... Bist du über Storage gelaufen? Ja, ich bin über Storage gelaufen. Okay. Deswegen verstehe ich nicht, wieso ich ihn nicht gesehen habe. Beim Müll rausbringen in Storage. Also Storage bei der ganz unten. In der Mitte unten. Da war ich auch eher. Da hat er noch nicht da gelegen. Vielleicht ist es auch Backfisch. Nee. Also ich vielleicht Self-Report, ja. Mhm. Ja. Ja, warum Self-Report? Was denn jetzt? Weil da müsste halt irgendjemand von uns in der Nähe gewesen sein, was uns. Ja, ich war ja da in der Nähe. Das heißt, aber hat irgendjemand Kitty auch gesehen? Nein. Nee. Okay. Naja, um vielleicht den Verdacht von sich abzulenken, kann man ja auch self-reporten, ne? Backfisch, wie bist du denn gelaufen? Weil du warst doch eben... Ich bin ganz komisch gelaufen, ich sag dir ganz auch ganz genau Schluss. Warum. Nur noch ganz zum Schluss. Vielleicht, weil du Imposter bist? Nein. Nein. Genau deswegen ist ich, es... Ich kam von Shields, und da stand El Granga unten schon an den Shields dran. Das ist also Moritz auch der Grund, warum ich den Verdächtigen bei der Nähe ist und vorher wieder rumgelaufen ist. Da wollte ich gerade selbst meinen Müll wegbringen und dann lag gerade die Leiche da. Sind wir uns nicht eben in der Cafeteria begegnet? Zwischen Admin und Cafeteria? Ja, ich bin rechts über Weapons Navigation runtergelaufen. Es kann aber auch sein, dass es Frodo oder Stefan sind, weil ich bin auch gerade von rechts halt runtergelaufen, bin dann auch bei Storage rein, aber ich bin nicht runter zum Müll gegangen, sondern ich bin hochgelaufen zu dem Dingens. Und Stefan und Frodo waren mit mir auch auf der rechten Seite. Ich möchte nur eben schnell sagen, Claire ist, glaube ich, unten auch rausgekommen, Backfisch. Also ich kann euch nur sagen, wenn es Moritz ist, dann ist es auch Arti. Also wenn es einer von beiden ist, sind es beide. Okay. Ich traue Backfisch irgendwie nicht. Ja. Nichts Neues. Ich traue Arti nicht. Mann, jetzt verdächtigen die mich schon wieder. Obwohl ich nichts gemacht habe. Das ist ja wieder was hier, ne? Och Mann, ich muss mit der anderen Maus spielen, Leute. Es tut mir leid. Ich glaube, ich muss mit meiner Laptop-Maus spielen, sonst klappt das hier nicht. Und mit Tab. Sonst klappt das erst recht nicht. Aber dass ich die Leiche nicht gesehen habe. Oder, obwohl, Claire war doch davor, oder? Ich weiß nicht mehr, wer... Och Gott, ich... Alter, mit der Laptop-Maus zu schießen ist aber auch komplett los. Einfach nur... Oh mein Gott, ich habe gerade zwei auf einmal getötet. So, wenn man das töten nennen kann. Zack.
Wie viel muss ich noch? Da ganz rechts. Och Mann, da rechts ist immer sehr, sehr gefährlich. Och nee. Achso, das geht ja noch. Zack. Ich glaube, das muss man gar nicht schieben. Aber ich mach's immer wieder. Da ist Stefan. Oh nein. Stefan, bleib bloß weg. Aha. Okay. Schnell, schnell, schnell. Arti, hallo Arti. Bleib bloß weg von mir. Ganz ehrlich. Okay. Na gut, ich muss hier dran. Aber das muss ich... Oh nein, ist schon... Becky ist total leer. Oh, Becky liegt am Upload in Admin. Okay. Ihr wart doch gerade 3-4 Leute in Electrical, als ich reingekommen bin von Reaktor. Ja. Wer kam denn zuletzt rein und woher kamt ihr denn vorher? Ich kam in Storage und ich habe gesehen, Nina, Frodo und Bugfish kamen zuletzt rein. Da sind Nina und Frodo und ich schon wieder rausgegangen. Genau, ich war zuerst mit Frodo drin. Also wir beide. Ich muss nochmal ganz kurz was sagen. Ich war am Anfang drin, ja. Weil ich war in den Camps und dann ging leider der Reaktor an. Deswegen konnte ich gerade nicht zum Emergency-Button rennen. Und dann kam auch schon direkt der Kill. Ich habe Stefan Wenten sehen an den Camps. Und zwar vor Admin. Vor Admin? Yep. Nicht vor Admin, sorry, vor Navigation. Deswegen ist mein Wort safe. Also von Admin nach Navigation, meinst du? Er kam rausgehüpft aus dem vor Navigation im Raum, also in dem Gang da. Er ist auch der Einzige, den du sehen kannst auf dem Camp. Ja. Herr Stefan, was sagst du dazu? Die Mädels, drauf, drauf! Ja, okay. Und Backfisch, du hast ja gesehen auch, dass ich an den Camps war. Du bist ja einmal kurz in den Raum reingekommen. Ja, genau. Deswegen kann niemand sagen, dass ich irgendwas behaupte. So. Doppelte Absicherung, Alibi, dies, das. Okay, er hat sich schon selber gewotet. Keine Verteidigung. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Ich hab, also ich dachte eigentlich, Claire ist es. Oh, warte, ich muss das hier abholen, glaube ich. So, hier. Da. Super, haben wir geschafft. Backfisch? Nein. Bleib von mir weg. Ganz ehrlich, Backfisch. Zack. Oh Gott, ich bin so schlecht einfach nur. So. Jetzt muss ich nur noch in den Admin rein. Oh nein, Claire, okay. Also ich glaube immer noch Backfisch, ja? Ich glaube, Backfisch ist es echt. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir einfach nicht sicher. So, ich bin fertig. Zack. Super. Bin fertig. Whee. Okay, dann laufe ich jetzt hier erstmal ein bisschen rum. Und hoffe, es ist noch niemand tot. Leben die noch? Leben noch? Okay. Ich wollte nur gucken. Ja, ich bin fertig. Ist hier niemand gestorben? Oh Mann, ey. So, ich bin ja hier. 9, 5, 3. Oh Scheiße. Oh Gott, bin so schlecht. Oh Gott, ich war so geschockt. Ich war so geschockt. Ich meine, ja, dass Nina da aus dem Vent kam bei Admin. Ja, mich hat's auch gerade gewundert, weil Nina hat nicht Admin gefixt, obwohl sie als erstes drinne war. Oh, fein. Noch einmal kommt sie nach oben. Ich bin definitiv nicht gewendet. Es war schon eine andere Person in Admin, um das Ding zu machen. Und deshalb bin ich außen rum gegangen und hab's auf der anderen Seite gemacht. Sie kam von oben, das stimmt schon, aber man kann ja auch nach Cafeteria oben wenden. Also ich habe eben auf der anderen Seite mit Arti und noch einer Person gestanden und dieses Ding gefixt. Das war ich, Backfisch. Ja. Wer war denn vorher vor dir an Admin dran zum Fixen? Ich. Wer hat's denn gemacht auf der Seite? Moritz, also ja, ich. Moritz. El Granger. Ich war auch dabei, kann ich bezeugen. Ja. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass jemand vor mir in den Raum reingegangen ist und deswegen dachte ich, laufe ich zur anderen Seite. Aber ich bin da auch nicht gewendet oder so. Also ich hatte eher den Eindruck, wir beide waren vor Admin, du läufst nach Admin rein, deswegen gehe ich nach oben. Und dann, als ich oben rechts gefixt habe, war unten immer noch nicht gefixt. Ja, ich habe mich vertippt bei den Zahlen.
Und deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Ja, aber du hast das gemacht. Deswegen gehe ich da ja nicht auch hin. Ja. Also, warte, hast du den Wendt gesehen oder glaubst du, dass du gewendet hast? Ja, dadurch, dass du. Ja, da war halt so kurz so eine Animation, aber weißt du? Aber vielleicht habe ich mir die eingebildet. Wenn ich doch hinter wem anders reingelaufen bin, hätte ich doch. Also, wie soll ich denn dann da gewendet sein? Ja, aber ich hatte eine Animation. Also das Ding ist, Claire ist safe. Und ich meine, es war irgendwas Rötliches, aber da kein Roter also hier ist. Arti ganz komisch nachgelaufen. Ich hatte vorher ein bisschen Lebensangst, deswegen Arti müsste eigentlich auch bezeugen können, dass ich da ganz normal hingelaufen bin, weil ich bin Arti im Storage begegnet, wollte eigentlich unten rechts lang weiterlaufen, dann ist sie mir so komisch nachgelaufen, deswegen bin ich panisch nach oben. Nee, gar nicht nachgelaufen. Du bist aggressiv auf mich zugelaufen und deswegen habe ich eine Kurve gemacht. Wir haben mit Stefan definitiv einen raus, weil ihn habe ich definitiv wenden sehen. Hat jemand Frodo das heißt, gesehen? Der ist da gestorben? Hat jemand Frodo gesehen? Nö. Also ich hätte schon fast gemeint, dass ich zuletzt Moritz mit Frodo gesehen habe, aber... Frodo? Ja. Nee, keine Ahnung. Ist schon ein bisschen her, aber ich glaube, ihr beide seid zusammen rumgelaufen. Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Mal gucken. Das eingebildet? Ah, gut, ich bin fertig, ne? So, bleib ich hier stehen. Hi, Arti. Arti hat noch ein bisschen geguckt. Okay. Hallo, Nina. Oh. Wer war's? Ja! Und wer war der Zweite? Arti. Oh, also so. Achso, ja, das sieht man ja eh. Lel. Ich hab doch gesagt, du bist aggressiv auf mich zugelaufen. Ja, aber ich wollte dich wirklich gar nicht killen. Natürlich wolltest du. Nein, wollte ich Angst. Nicht. Nein, wollte ich nicht. Oh, ich wäre jetzt noch eine mit dabei. Dann muss ich mich für Dead by Daylight schon verabschieden heute. Mhm. Wenn's. Alter Arti, du hast mich übelst abgestochen von hinten. Ey, ja, ich dachte mir noch so, ich sag Stefan und Frodo, dann tötet mich Stefan und ich dachte, ach, vielleicht zählt ihr eins und eins zusammen, weil ich ihm gerade noch gesagt habe, dass er es war und dann vielleicht. Moment, aber... Vicky? Ja? Guck, bist du zufällig beim Sully Main öfters mal im Stream? Ja, bist du? Okay, ja. Nee, da gibt es nämlich auch eine, die ist Vicky, deswegen. Dann rennen wir heute noch mal mit. Okay, und ich bin auch. Oh ja. Aber Betty, ich weiß doch, was ich anhören. Wenn du mit den Skillchecks genauso gut bist wie hier mit der 1-2-3-Task, dann sehe ich schwarz. Oh Gott, ja. Nee, ich glaube, ganz am Anfang hat mich die Swipe-Card-Task total fertig gemacht. Ich kann die immer noch nicht. Ich meine, auch so das Swipen, das geht mittlerweile. Ich versage jetzt gerade die ganze Zeit bei dem eben Electrical, wo man so drücken muss bei den Kreisen. Mhm, die laufen alle nach oben. Wir machen hier mal dieses Dings, die Bums. Zack, zack, zack und weg. Backfit. Mhm. So, mal gucken hier. Okay, er läuft weiter. Saki Tariki. Sich hier rein? Muss ich überhaupt? Nee, ich muss hier hinten. Hier muss ich hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh Gott, ich hab's verkackt. So, habe den Husto in Navigation gefunden. Stand vorher mit Nina in O2 und da kamen dann Just Becky und Frodo rein. Ich weiß nicht, aus welcher Richtung ihr kamt. Ich kam sogar aus Navigation, aber ich habe ihn nicht getötet. Also, ich habe ihn zwar noch reinkommen gesehen, aber bin dann schon wieder Richtung O2 gelaufen gewesen. Also, ich kam hinter mir, Frodo. Moment mal. Ja, ich war am Schluss war ich dann unten bei AT, weil ich Richtung Storage gelaufen bin. Warte mal, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, ja? In Camps, ihr wart doch gerade zu dritte oder vierte Navigation drinne. Also ich habe nur noch einen gesehen, der zu mir rein ist, bevor ich die Task angefangen habe und fertig gemacht habe. Und danach habe ich auch, glaube ich, nur noch einen gesehen gehabt und bin dann Richtung O2 gelaufen. Das war ziemlich am Anfang. Ich war auch zuletzt O2.
Und was ist, wenn du die eine Person warst, die du gesehen hast und du hast getötet und bist runtergelaufen? Also Kitty, die hat noch gelebt, wie ich weggelaufen bin, von daher. Ja, ja, das will ich auch sagen. Ich weiß nicht, ob es Justus hat. Also ich würde fast schon auf Selbstreport tendieren. Ja, vielleicht also, waren beide die Mörder. Wenn ich Kitty und Frodo Richtung Nacht laufen gesehen habe, ich weiß nicht, ob du da nicht mehr weg konntest. Ich bin gerade von Auto gekommen. Also bei Claire bin ich mir auch eher unsicher, weil die also, habe ich auch gesehen. Ich glaube auch nicht, dass Claire das gemacht hätte, weil ich war ja auch da und ich hätte ja gesehen, dass sie dort reingelaufen ist. Das wäre ein dummer Self-Report gewesen. Ich glaube auch. Ich hätte killen müssen und instant reporten müssen. Ja, hast du ja vielleicht. Ich hätte gewusst, dass sie zuletzt drin war. Also. Frodo schuss für mich, halt, aber ich skippe Vote. Ja. Ist halt so viele von Nacht zustimmen. Gewesen, das ist halt irgendwie, keine Ahnung. Komisch. Mal schauen, ne? Mal schauen. So, ich muss jetzt schon wieder diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 machen, die ich gerade verkackt habe, wieso auch immer. Ich weiß es nicht. Schon peinlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, guck mal, Leute, ich hab's geschafft. Ich hab die Kack-Task gemacht. Ich bin so stolz auf mich. Warte, sind die da noch am Leben? Oder sind die tot? Ja? Okay, ihr lebt noch. Ihr lebt noch, stirbt nie. Lebt denn der alte Holzmichel noch? Holzmichel noch, Holzmichel noch. Ich weiß es nicht, ob er noch lebt, aber ich lebe gleich nicht mehr. Ich lebe gleich nicht mehr. So, tack, das haben wir auch. Geh ich mal hier hin. Oh ne, ich hasse das. Ich hasse das. Oh Mann. Mann. Lil. Also ich bin von Lower Engine gekommen und direkt vor Reactor liegt Stefan. Ich will nichts sagen, aber es ist schon sehr auffällig. Dass du schon wieder reportest. Hey, so, Backfisch war doch gerade nur bei uns. Das habe ich nicht reportet beim ersten Mal. Das war Claire, stimmt. Sorry, ja. Ich war nur süß auf dich. Woher alles gut. Bist du gekommen, Frodo, nochmal? Ich bin von Electrical, da war. Wer waren da noch? Ich. El Granger. Also Moritz war dort noch. Und dann bin ich halt hoch über Lower Engine. Direkt zum Reaktor, weil ich da zwei Tasks habe und da direkt vorm Reaktor liegt Stefan. Am Reaktor waren auf jeden Fall Becky und Achnina, meine ich. Nee? Ich wollte gerade sagen, ich würde Claire decken, weil wir waren nämlich erst Communications zusammen und danach waren wir Admin zusammen. Hey, wer war denn noch bei dir, Just Becky? Die. Claire. Ich war mit Claire gerade Admin. Ich habe aufs Panel geschaut. Ja, also aber vorher wart ihr beim Reaktor da in der Nähe. Ich noch gar nicht. Ich war noch gar nicht auf der rechten Seite. Ja, aber Just Becky auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, ich habe sie beide auf der rechten Seite mehrmals gesehen. Das heißt, wir waren eigentlich alle drei nicht wirklich auf der linken Seite. Wo war denn Artie? Ich war gerade bei Kitty und weiß nicht, wer noch da war, im Electrical und habe dich noch kommen sehen. Also weiß ich jetzt nicht, Frodo, ob das nicht vielleicht ein Self-Report sogar sein könnte. Du warst vorhin schon so verdächtig und ich meine, wir hätten theoretisch nach Electrical einfach kommen können und es sehen können. Ah, die hat wieder ihre Wie gesagt, von mir aus könnt ihr mich auch rausholen, aber ich... Artie, was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Electrical. Und davor? Davor war ich beim Reactor, bin dann zu Electrical gelaufen, dann kam der Frodo mir noch entgegen. Also Reactor, wo die Leiche ist, ja? Ja, aber es... Ja, also es kann schon sein, dass die Leiche... Frodo und Artisus. Mann. Aber Backfisch hat's verdient. No front an dich, Backfisch. Hä, als ob ich so lost bin. Ich hab doch Becky doch auch da gesehen, oder nicht? Weiß ich nicht. Oh mein Gott, ey. Das wird da was hier. Das wird eine Runde, ey. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Just Becky, geh weg. Ja, geh bloß weg.
Geh bloß weg. Du auch, ach Nina. Mein Gott, ey. So, ach Mann, jetzt muss ich schon wieder hier. Oh nein. Ihr macht das, oder? So. Kitty? Was wird das da? Achso, die haben es geschafft. Kitty, Kitty, ich glaube, du und Becky seid es, aber, ne? Ich glaube, du und Kitty seid es. So, dann holen wir hier mal kurz das hier ab. Zack. Rechts war ich noch gar nicht, ne? Oh, scheiße, ey. Das ist Becky. Hier ist aber niemand tot. Das ist Frodo. Da ist auch niemand tot. Okay. Elektriker Ruben muss ich nochmal. Mhm. Oh nein. Mann, wieso habe ich immer das? Ich bin schon da. Aua. Okay, Stecke. Okay. Ich kam gerade dazu. Das sah halt jetzt richtig auffällig, dass er Frodo gerade gekillt hat. Also, wer war alles in dem Stack drin? Also ich hätte keine Claire, das kannst du auch bestätigen. Ich hätte ich können die Gaster killen. Ich habe sogar meine Aufgabe abgebrochen, um Vector oben zu fixen. Lächerlich. Ich möchte kurz sagen, dass ich nicht dabei war. Ich bin komplett woanders gerade. Ich auch. Ich weiß nicht, was hier... Also, ich habe nichts davon mitbekommen. Also, ich habe es gesehen. Ich report Foto. Ich report Arti dann. Ich glaube auch, dass es Arti ist. Also, ich... Sie sind beides ist, aber ich glaube auch, dass es Arti ist. Aber was sagen denn die Leute? Sagst du, Claire, was hast du für ein Gefühl, Claire? Ich meine, Frodo war schon ein paar Mal. Ich meine, Arti hat sich letzte Runde auch ein bisschen, aber... Also wie gesagt, Claire kann es auch bestätigen. Ich hätte sie können die ganze Zeit killen. Was ist überhaupt passiert? Also ist halt alle gestanden und dann ist wer gestorben, oder wie? Ja, dann ist Granger gestorben, ja. Und wer stand alles auf dem Haufen? Boah, Electrical. Ich, Granger. Ich. Arti und genau. Ich glaube, das war... Und Frodo hat gekillt. Also wie gesagt, Claire kann schon bestätigen, dass ich sie die ganze Zeit hätte killen können, wenn... Ja, aber vielleicht... Cooldown sein können, Frodo. Ja, ja, aber wir haben knapp 30 Sekunden da gestanden, also... Ich weiß es nicht, Mann. Und wie gesagt, ich habe extra die Aufgabe abgebrochen, um oben die Ding... Na, ich bin jetzt einfach mit meinem Bauchgefühl mal gegangen, so ein Foto gebucht. Ich glaube, Arti war es, oder? Oder Claire? Ich meine, eigentlich Claire wäre es gewesen, aber ist okay. Ich weiß es aber nicht. Ich habe auf die Farben nicht so genau drauf geachtet. Muss auf jeden Fall hier noch Müll wegbringen. Und Peng, Peng, Peng machen. Ja, mit der Maus geht das auf jeden Fall besser. Obwohl, das Spiel ist echt nervig. Das ist wirklich nervig. Zack. So. Dann hier hinten. Tschum. Oh, tschum. Und gehen wir noch in den Admin-Raum. Zack. Oh Gott. Mann. Oh, gut. Geschafft. Und noch da unten im Müll. Dann haben wir es tatsächlich. Ja, ich bin fertig. Was? Ist nicht fertig? Oh, ist das nervig hier. So, Task complete. Ne? Ja, fertig. Sehr schön. So, da ist Frodo. Ich glaube, Becky ist es. Ich bin mir sicher, dass es Becky ist. Wirklich. Aber wo ist denn, ne? Wo ist sie denn? Da ist Achnina. Die macht da ihre Task. Okay. Da ist Claire Underwood. Und wo ist die Becky? Ich bin der Meinung, Becky ist es.
Tatsächlich. Da ist Becky. Ja. Ich wusste es. Ja! Wow, yeah! Nice, Becky. Nice. Yes! So muss das. Alter, Frodo, du warst Post und hast jedes Mal diesen Kill machen können. Ey, Arti, ne? Als du gekillt hast, ich hab mich so gefragt, warum steht sie da so lange? Warum steht sie da so lange? Die Aufgabe dauert 2 Sekunden. Warum steht sie da so lange? Und dann... Oh, Mann. Well played, Becky. Ja, das war... Ja, der Druck war jetzt gerade noch richtig krass. Oh, mein Chat kann ja, nicht zeigen, dass wir fast in Tränen gekommen sind vor Aufregung, als Lina das gesagt hat. Arti, das ist einfach nur aus Prinzip. Oh, Mann. Aber das war jetzt richtig schön noch. War jetzt richtig schön noch. Oh. Auf jeden Fall. Ja, passt. Ich bin jetzt erstmal raus. Ich bin froh, dass ich Arti aufgedeckt habe. Mehr wollte ich gar nicht. Falls